Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Season. Wir spielen Minecraft Hardcore nach einer langen Minecraft-Singleplayer-Pause. Ja. Und ich bin nicht alleine. Da, da, da. Guten Tag, mein Name ist Hefeklotz. Hefeklotz. So, ja, was ist denn deine Neuerung? Meine Erneuerung ist, dass mein Kanal wird jetzt komplett umgebaut. Es wird ein neuer Kanalname sein. Ich habe mir ein Konzept ausgedacht für diesen neuen Kanal, da das jetzt ganz ein bisschen professioneller aufgezogen werden soll. Und du sollst mich dabei unterstützen. Genau, und wir haben uns halt auch überlegt, wir machen jetzt nicht nur unbedingt Let's Plays, das will ich nur mal so ankündigen. Es Genau. werden noch andere Videos erscheinen, aber weitere Informationen werden wir über den Kanal und den Aufbau werden wir nochmal im extra Info-Video hineinfügen oder wir machen ein Gameplay, ich nehme ein Gameplay auf und dann kommentieren wir das einfach nochmal so. Also ich bedeute, ich nehme einfach auf, ohne zu reden und dann spiele ich nochmal eine Tonspur drüber, wo wir dann reden. Ja, genau, also einfach mal eine kleine Erläuterung, was alles neu sein wird. Ja, und ich bin ab sofort, bin ich dabei. Ihr werdet mich jetzt öfter sehen, Hefeklotz. Deinen Namen finde ich immer noch lustig. Ich finde meinen Namen auch lustig, aber der kam einfach so. So, lass uns einfach mal ein bisschen labern und die einfach mal irgendwas machen. Genau, wie wäre es, wenn wir spielen ja Minecraft Hardcore, das ist ja das. Wenn wir tot sind, dann ist vorbei. Dann ist diese Minecraft Hardcore Season ja auch endgültig durch. Richtig, also bei Es Tod ist sei vorbei. denn, wir haben dann irgendwann nochmal Lust und starten nochmal Season 2. Genau, also. Gut, ja, wir brauchen nach Holz. Holz haben wir da drüben. Ich würde sagen, ich finde es eigentlich mal ganz geil, hier irgendwie an so einem Fluss oder so zu bauen, dass wir da drüber gehen. Ja, Dass aber wir da jetzt... vor allem auch die Berge, das sieht echt episch aus. Kannst du gut Häuser bauen? Geht so. Also mittelalterlichen Stil krieg ich hin. Mittelalterlichen, ja, also... Ich bin ja sowieso ein Freund von mittelalterlichem Stil. Ja, weiß ich. Gut, ich würde sagen, ich mache mal hier kurz Werkzeuge für uns. Also bedeutet, dass ich hier gerade mal irgendwie Ja. nicht drauf Dann bin. kannst du, also du gibst mir gleich ein bisschen Werkzeug. Ich geb gleich erstmal eine hier Holzspitzhacke. Holzspitz, nee, Holzaxt. Holzaxt, ja. Genau. Dann gehe ich mal schnell irgendwo hin und farme Stein. Stein und dann, ja, dann gebe ich dir erstmal mit Marianne und kannst ein bisschen farmen und dann setzen wir uns hin und tüfteln schnell ein Haus, weil die Nacht wird kommen. Ja, genau. Das ist ja das meistens das Ja, auf jeden Problem. Fall, ich freue mich einfach darüber, dass ich jetzt einen Partner gefunden habe, der mit mir zusammen das macht. Mit denselben Interessen. Mit denselben Interessen. Das ist ja nochmal ganz Dankeschön. wichtig. So, dann fahren wir ein bisschen Holz. Ich komme gleich wieder. Ich gehe Okay. mal kurz nach da drüben. Ja, also das wird schon gut laufen. Auf jeden Fall. Hoffe ich mal. Also wir werden es ja Denn sehen, ob zwei ist besser als einer, ne? ja, vor allen Dingen ist die Sache, wenn man alleine ist, ist die Sache ja auch die, dass man nicht immer jeden Tag ein Video hochladen kann und wenn das dann mal so ist, dass man ausfällt und keine Aufnahme machen kann oder hier, wenn man vorbereitet hat, keine Zeit hat, es hochzuladen, was Genau, ja, genau. wenn man im Berufsleben steht, auch normal ist, Richtig. hat man immer noch den zweiten, der dann hochladen kann, sofern er es auch schafft. Also eigentlich müsste pro Tag mindestens ein Video kommen. Ja. Also wir haben es ja so vorgestellt, dass wir ca. 2 Videos pro Tag machen. Ja. Weil das Problem ist, also ich sehe das Ganze mit dem Let's Play, also mir macht das echt sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und Ja, ich mir finde auch auch. die Reaktion, die von meinen Abonnenten kommen. Am Anfang war es ein bisschen halt, das kennst du ja, ne? Ja. Aber mittlerweile, ich habe echt super viele gute Kommentare bekommen und ich möchte einfach meine Abonnenten halt weiterhin unterhalten. Und da ist jetzt meine Frage an euch eigentlich nochmal. Wie würdet ihr es finden, wenn wir jetzt zusammen als Partner machen? Oder ob ihr da eigentlich gar keine Lust drauf habt, ob ihr Norman lieber für euch ganz alleine haben wollt? Oder ob ihr es auch gut findet, dass vielleicht noch mal ein neuer Hauch Leben mit in den Kanal kommt, eine zweite Person, die genauso viel Leidenschaft hat wie Norman und hoffentlich auch Potenzial. Oh, ein Geräusch.
Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Freuen uns über jeden Kommentar. Über jedes Kommentar. Und über jeden Daumen hoch. Ja, das sowieso, aber ich bin jetzt nicht so like-geil. Nee, ich auch nicht, also. Hier, du hast da jetzt mal das. Ich gehe mal Schnitzel machen. Schnitzel machen? Schnitzel machen. Ja. Mach mal Schnitzel. Schnitzel! Mal Schnitzel. So, ich mache mir mal ein Schwert. Ich mache dir auch direkt mal eins. Weil die Nacht wird kommen. Und Hardcore, das ist ja immer so eine Sache. Das ist Hardcore. Oh, die erste. Oh, du hast mich. Oh, eine Steinaxt. Ja, wo bist du? Du? Ja, du bist eben vorbei gearscht. Da, ich habe dir ein Schwert hingeschmissen. Dankeschön. Ich mache mal kurz Schnitzel. Wir müssen unbedingt, also wir müssen uns jetzt, ich baue gleich mal, ganz schnell, ich habe gleich zwei Stacks Eichenrohr zusammen. Ja, dann erstmal so eine kleine Pisshütte, dass wir jetzt sicher sind vor. Genau, so, und ich bin jetzt bei und schlachte mal ein paar Viecher hier, so dass wir auch Wolle bekommen, dass wir auch schlafen können, dass die Nacht vorbeigeht. Und dann, ich habe noch genug Stein dabei, dann wäre meine nächste Sache, die ich gerne machen möchte, ein Ofen. Und da machen wir schnell Holzkohle, ja, dass wir schon mal Fackeln haben und damit die Monster, das ist ja auch ganz wichtig, damit die Monster nicht bei uns spawnen. Richtig. Ich muss mal kurz rohes Hammelfleisch. Weil ich möchte gerne diese Hardcore-Session hier gerade so weit wie möglich in die Länge ziehen. Ja, also 800 Folgen müssen wir mindestens schaffen. Nee, da kommen wir glaube ich nicht hin. Ich glaube auch nicht. Also ich bin froh, wenn wir 50 schaffen. Ja. Da wäre ich schon echt froh drüber. Also ich habe jetzt 6, 7. Nee, 6. Ich habe uns hier gerade mal ein bisschen Platz geschaffen, muss ich sagen. Also das ist ein bisschen. Ja, ich komme mal rüber zu dir. Dann. Kannst du mal ganz kurz mal den Stand der Sonne abchecken? Der Stand der Sonne Wie lange ist ich würde mal vermuten 2 Minuten. Echt jetzt? Ja, der Zyklus ist ja 8-8. Ja, klar. Also ich würde 2 Minuten noch schätzen. Dann bis hier in der Gelände. Wenn ich noch nicht ganz fertig sein sollte mit Bauen, dann musst du mir den Rücken frei halten. Dann halte ich den Rücken frei. Weil ich musste mir gerade. Okay, jetzt habe ich hier erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Ich reiß mal hier die Blätter weg. Vielleicht kriegen wir dann ja noch mal ein paar Äpfel. Ich mach mal ganz wichtig, ganz schnell, mache ich mal ein Ofen. Ofen. Das ist wichtig. So, in diesem Ofen hau ich das Holz unten rein. Ich nehme mir mal hier kurz einen Baum weg. Ich sag ja, 2 Minuten haben wir höchstens und das werden keine 2 Minuten. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee, also ich würde erstmal würde ich nicht aufs Ganze mal eine rohen Eichenholz bauen. Ich sag's ja nur, es kostet zu viel Zeit. Alles gut. Ja, ich meine, wenn die Creeper kommen und uns begrüßen, dann die Versicherungsvertreter. Diese geilen Typen, meinst du? Ja, die Versicherungsvertreter, die blöden Bastarde. Kannst du eine Tür bauen ganz schnell? Kann ich, mach ich. Gib mir mal ein bisschen Holz, bitte. Rohholz oder? Scheißegal, Holz. Gut, das sollte reichen, dankeschön. Schneller. Nein, so ein oder zwei Türen? Zwei. Ah, warte mal, drei. Da war ja. Drei? Drei. Ich habe drei Türen bekommen. Stopp, schneller. Wo ist die Tür hin haben? Eine Doppeltür, einfach hier vorne. Hier vorne rein, wo Wasser ist, schnell. Da beim Wasser? Ja. So, sehr schön. Sieht behindert aus. Ist okay. Egal. Das ist einfach nur, dass wir die Nacht überstehen. Aber soweit bin ich fertig. So, ich hau hier, zieh mal kurz mal rein. Das kann ich nicht verrechnen. Hast du Fackel, hast du Kohle? Kohle müsste 3 Holzkohle haben. Ich mach mal ein bisschen mehr. Komm rein, wenn du klar ganz. Nur mal eine Treppe zu bauen, damit ich oben raufkomme. Naja, irgendwie ist das Haus schief geworden. Wenn du rechnen mir 5 Stück gibst, kann da einfach die beiden gehen. Hast du schon Wolle? Wolle habe ich ja. Deswegen. Ich war ja gerade irgendwie schon fahren. So, und das hab ich.
So. Auch noch viel Geschäft. Das war ein Anschlag. Nö, überhaupt nicht. So, kannst auch noch zum Morgen. Ich gehe. Nö. Irgendwas ist hier gerade. So, zwei haben wir. Die haue ich hier rein und machen wir direkt. Irgendwas ist hier gerade fürchterlich schiefgelaufen beim Hausbau. Ja, schiefgelaufen. Wortwörtlich. Ja, weil das einfach so schnell gehen musste. Weil Hardcore ist halt echt nicht. Es ist Hardcore. Hardcore? Da hinten, ich sehe gerade etwas. Ich weiß, was siehst du? Zuckerrohr. Oh, geil. Pflanze ich aber auch eh nur zur Hälfte ab. Also bis ein Block noch da steht. Ja, genau. Mache ich auch immer, weil das wächst immer und immer und immer wieder nach. Genau. Deswegen. Man schwimmt beim Essen nicht mehr weiter. Das finde ich schade. Das hat sich geändert. Ich bin ja so ein 1.5.2 Spieler. Mhm. Das ist meine Lieblings-Minecraft-Version. Ich weiß nicht warum. Naja, ich bleibe. Also ich finde die 1.8 echt ziemlich cool, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Die neuen Blöcke, die sind mir noch nicht bekannt. Ich habe sie zwar schon. Aber die Tempel kennst du? Den Tempel kenne ich nicht. Ne. Die Wassertempel kennst du nicht? Die Wasser. Ich habe mal ein Video gesehen mit Wassertempel, aber ich war noch nie in einem drin und ich wollte. Die wärst du denn jetzt mal kennenlernen? Wenn wir dazu kommen. Hardcore? Die Wächter, die sind total krank. Also du musst echt gut ausgerüstet da reingehen. Deswegen ja. Weil die lähmen dich. Und der große Wächter, dieser Boss, sag ich jetzt mal, ja, der sorgt dafür, dass, weil im Inneren des Tempels ist Gold. Sind 8 Goldblöcke drin pro Tempel. Und der lähmt dich einfach so, dass deine Abbaugeschwindigkeit wird mal ganz um, weiß ich nicht, 80% reduziert oder so. Boah, ja, wenn sonst nichts ist. So, ich gehe mal eben schnell. Ich mache mir mal eine. So, wir brauchen jetzt Dringenst Fackeln. Fackeln habe ich 8 Stück. Ja. Da hast du sie. Tschüss. Kannst du mal ein bisschen Glas durchbrennen oder so? Weil ich muss erstmal Kohle produzieren, eher gesagt Kohle finden und deswegen will ich jetzt mal schnell los, bisschen Kohle sammeln. Hast du noch eine Tür? Ich habe noch eine Tür, ja. Dann gib mir die mal. Moment. Da sieht sie. Wo bist du? Ach gut, okay, alles klar. So, das sieht für mich sehr vielversprechend aus, da die Gegend. Ja, da laufe ich jetzt mal schnell hin. Ich bin ja bewaffnet. Achso, Essen müsste fertig sein. Da ist ein bisschen was im Ofen. Also falls du Hunger hast. Hunger immer. Ja, Hunger immer. Kenne ich irgendwo her. So, ich habe jetzt eigentlich vor, weil wir müssen echt mal. Da ist eine Kuh. Ich schlachte gleich mal ein paar Kühe. Mach das. Ja, dann haben wir schon mal eine Art Rüstung. Ein paar Rindviecher, sagst du? Ein paar Rindviecher, ja. Und wir haben Fleisch und Rüstung. Das ist gut. Da schlage ich 2 Pferde mit einer Klappe. So, Fackeln haben wir. Irgendwie habe ich das Sprichwort gerade voll verkackt. Ja, egal. Da schlage ich 2 Pferde mit einer Klappe. Ich muss mit einfach eine Schaufel basteln. Oh, ich muss diesen Pischberg gerade hochklettern. Warum gehe ich nicht auf der anderen Seite? Oh, Handwerk. Erzähl. Ich ja. Du bist Fame. Ich brauche mal ein paar Schaufeln. Schaufeln sind immer gut, ja? Bei meinem Texture Pack sieht einfach meine Holzschaufel aus wie ein Schwert. Das ist das Texture Pack. Guck mal. Geil. Das ist auch. Und der Bogen sieht aus wie eine Knarre. Ja? Also ich spiele ja noch zur Zeit auf. Ich spiele noch auf hier German Crafters. Das ist ein Server, habe ich ja schon ein paar Videos hochgeladen, wenn ihr die gesehen habt. Und das ist das offizielle Texture Pack vom Server. Also Mipro, der ist glaube ich ein Developer auf dem Server. Auf jeden Fall der Texture Pack Beauftragte hat dafür gesorgt, dass das so geil aussieht. Kohle. Ran damit, komm. Ja, 2 Blöcke habe ich. Wow. Also, ja. So, hier ist noch eine Kuh. Die wird mein sein. Weil die produziert Fleisch und Leder. Was ich nicht verstehe, warum kriege ich von Schweinen nicht Leder? Das sieht so witzig aus. Guck mal, wie es in meiner Hand ist. Und damit buddeln. Ja, ja. Total geil. Ich liebe das meine Kraft Texture Pack. Das was von Honeyball, das was ja doch das ist wirklich geiles Texture Pack, aber Honeyball macht das ja nicht mehr. Da ist ja so ein anderer, der nennt sich Worms Boy. Den kenne ich nicht. Der macht das Texture Pack einfach nur nach. Also er macht das, führt es weiter. Das muss ich mir noch mal wieder reinballern. Das ist echt geiles Texture Pack. Ich liebe es. Und ein bisschen Kohle habe ich hier noch gefunden und ich bekomme schon wieder Hunger. Aber es ist das schlimm hier. Nicht nur du. So. Auch in Real Life, ne? Also. Ja, das ist so. Das ist, wenn du am Abbauen bist, du kriegst generell extrem schnell Hunger. Ja, das ist in der 1.8 echt extrem schlecht gemacht, finde ich. Dass du so schnell Hunger kriegst, da kriegst du einen echten Leben niemals. Niemals. Hast du Spitzhacken? Ich hab eine Spitzhacke, ja. Gut. Dann darfst du, wenn du farmen gehen möchtest und du genug Dings hast, ich habe hier gerade mal
Ich bin erstmal in Kolo und ich muss zusehen, dass ich zur Nacht wieder da bin, damit wir schlafen gehen können, damit die Nacht schnell vorbei ist. Ja, Kohle wäre auf jeden Fall was Geiles. Ja, Kohle habe ich jetzt insgesamt 23. Oh, das ist, reicht noch nicht. Nicht, wenn wir nachher in den Untergrund wollen. Ja, erstmal ist es ja sowieso, dass wir hier genug Essen und alles haben. Richtig. Ich habe schon hier so ein kleines Häuschen gebaut, damit wir jedenfalls ein bisschen farmen können. Farmhäuschen. Unterirdisch, weil ich möchte jetzt nicht in irgendeine Schlucht gehen oder so, weil das ist ja... Nee, das ist jetzt gerade auch im Hardcore-Modus, müssen wir auf unsere Sicherheit achten. Das ist. Ich habe gerade mal Tab an. Feststelltaste. Noch mehr Kohle. Ich hoffe, ich finde gleich mal irgendwie Eisen oder so. Dann verschrieben. Oh, ich Eisen? Ja, Eisen, dann haben wir schon mal... Besorg mir eine Spitzhacke und weiß ich nicht, ein halbes Deck Fackeln oder... Ich habe ein Leder habe ich bisher. Oh. Was auf jeden Fall sehr wichtig ist jetzt. Wie steht der Sonnenstand? Ich kann gerade nicht ganz Hallo Sonne? Ist ziemlich niedrig, oder? Ich sehe die Sonne gar nicht. Ich glaube aber ja. Ja, dann komme ich jetzt mal. Ja, ich sehe die Sonne nämlich echt nicht mehr gar. Entschuldigung. Alles cool. Da hinten. Da sehe ich noch so ein Krüppel. Sand brauchen wir, weil ich möchte gerne... Ich nehme mal... Warte mal, Sand, ich stehe ja noch ziemlich mittig. Nee, wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei. So. Dann gehe ich mal wieder mal... Ich habe Ton gefunden, mein Freund. Ton. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am... Farmen. Ton ist immer gut. Ton ist immer gut. Gucken wir, wann ich die Durchbruch geschafft habe. Joi. Läuft bei uns. Joi. Oh, so schön. So schön, ja. Perfekt gerade. Okay. Das ist nicht gut. Nee, alles gut. Wir brauchen nämlich dringend. Mal gut, ich nehme nicht auf, weil man könnte hier gerade gar nichts sehen. Ich sehe selber nichts. Aber ich habe ja zum Glück hier ein paar Fackeln dabei. Schnell gemacht, 12 Stück. Ach, Fackeln habe ich selber. Ich habe 12. Hast du Shedain? Stein habe ich ja. Ich höre Zombies, Alter. Ja? Ja, irgendwo. Ich weiß echt nicht wo. Das ist nicht gut. Soll ich mal die Bäume hier bei uns hier platt machen? Dann wir ein bisschen mehr Platz kannst kriegen? Du machen. Ich mag die Birkenbäume eh nicht. Birke ist schön. Ich find Birke irgendwie hässlich. Aber wenn du es als Fußboden nimmst zum Beispiel. Als Fußboden mache ich immer Karomuster. Kennst du? Mhm. Das sieht geil aus. Ein Schachbrett meinst du? Ja, Schachbrett. Aus welchem Holz? Aus Eiche und Birke. Ja, genau. Das sieht am schönsten, finde ich auch. Ist es. Das ist eigentlich so, ja, meins. So, den Durchbruch habe ich geschafft. Ich bin durch den Berg durch. Einmal komplett durch. Ich hoffe, dass es echt was wert mit dem ein paar mehr Folgen. Hardcore. Ja. Weil einmal tot ist zu Ende, ne? Einmal tot ist zu Ende, ja. Also ich bin hier gerade, ich habe mir gerade einen Tunnel durch den Berg gebastelt. Also immer dafür sorgen, dass wir echt immer genug zu essen haben. Eine Minute haben wir ungefähr noch. Ja, dann holst du noch ein bisschen ab. Ich komme zurück. Ich guck, dass ich unterwegs noch ein bisschen was zu fressen mitnehme. Und dann werde ich mich am nächsten Tag, mache ich mich dann wieder auf die Reise nach... Jerusalem. Genau. Ich versuche Leder und Eisen zu bekommen. Leder machen wir uns erstmal ganz normale Rüstung dann draus. Genau. Hauptsache, wir haben erstmal ein bisschen Schutz, bis wir dann richtig Eisen... finden. Und das Diamant, das ist eh noch. Diamant, das steht da noch lange jetzt noch gar nicht dran denken. Nee, das ist richtig. Das ist ins Nether weiß ich gar nicht, ob ich da irgendwann noch rein möchte. Doch, ich muss da rein. Also ich bin, ist halt sehr gefährlich. Ist es. Das ist halt die größte. Aber no risk, no fun, sag ich mal, ne? Ja, das ist schon. Und wenn es halt zu Ende. Alles klar, ich gehe schlafen. Warum? Meine Axt ist kaputt gebrochen. Schlafen kannst du noch nicht gehen. Okay, dann ja, die Sonne verschwindet jetzt gerade erst hinterm Berg. Dann hole ich mal mein... Mir fehlt genau ein Glas, Mann. Das ist doch echt zum... Zum... Ich habe Mäuse melken. Wenn du kommst, ich schenke den Apfel. Oh cool, ich habe Hunger. Ich habe nur noch vier. Das ist echt extrem schlimm. Du musst immer verschiedene Sachen essen, es wird dunkel. Damit du nicht so schnell hier Hunger verlierst. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Holz in... Oder hast du Kohle? Ich habe Kohle. Ein bisschen Kohle wird mir reichen, weil ich würde... Ich habe immer Kohle, musst du doch wissen. Ein paar Glasscheiben herstellen und baller mal in den Ofen die Kohle.
34, das sollten reichen. Ich nehme, pack davon aber nur die Hälfte rein, also 17 Stück. Ja. Eine Kiste hast du noch nicht zufällig gemacht. Den Ofen, den verlagere ich aber auch gleich hier rein. Das ist ja erstmal ist irrelevant. Warte mal, 17, okay, erstmal bestimmt. Du wolltest mir einen Apfel schenken. Warte, liegt hier. Plupp. Bratapfel beim Ofen. Sollen wir mal schlafen gehen, oder? Ja, ich esse erstmal den Apfel. Nachdem wir aufgestanden sind... Ich kann noch nicht schlafen, du kannst nur nachts schlafen. Ja, sonst kannst... Nee, kann ich sogar selber machen. Was denn? Ich mach mal eben was. Siehst du gleich. Ich baue uns mal kurz eine Kiste hier in das... Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Weil das wird das Werkhaus hier, weißt du so, das wird noch ein bisschen größer. Zack, da steht eine Kiste. Schief. Falsch. Alles gut. So. Oh, schöner Tunnel. Nein, das ist nachher einfach nur, dass wir nachher sicher abbauen können, Steine und alles. Dass wir nicht mehr wirklich unsere sichere Location verlassen müssen, um an Stein ranzukommen. Ja. Dafür ist das. Da hast du... Und immer gut ausleuchten, sonst spawne ich mal zu drin. 61 Steine haben wir, das nehme ich mir mal raus. Sortiere das mal hier und dann nehme ich nur... Ich schlaf schon. Okay, dann komme ich jetzt auch lieber mal. Ich setze hier aber nochmal 1, 2, 3 und 4 Fackeln. Ja, besser ist. Weil sonst können wir nicht schlafen, weil... Boah, ist das schön. Ja. Drei. Das gefällt mir auch. Jetzt wieder mit Shader spielen, denn... Also mit Shader spielen bringt richtig Spaß. Wäre auf jeden Fall arschgeil. So, guten Morgen, mein Schatz. Oh, guten Morgen. Wir sind zwar beides weiblich, aber okay. Ja, weiblich ist immer gut. Jetzt ist soweit. Ich mache mir hier mal eine neue... Deine Spitzhacke und dann gehe ich mal wieder auf die Jagd. Du beschäftigst... Eine Hexe. Eine Hexe? Hexe. Wo? Beim Schwein. Wo ist das Schwein? Wo bist du? Sie ist weg. Tschüss. Sie hat tschüss gesagt. Ich mag Hexen. Hast du umgelegt, oder? Nee, Mann. Leider nicht. Hexen sind ein bisschen tricky, muss ich sagen. Ja, ich habe Angst vor denen. Aber wenn die dich beschmeißen, das ist schon... Dann bist du am Arsch. Ja. Um ehrlich ausgedrückt, bist am Arsch. Also bist du wirklich, vor allem wenn du Hunger hast oder kaum noch Leben hast, das ist echt schon... Im Hardcore ist das... Da willst du aber auch echt. Hattest du Steine in die Kiste reingepackt? Ich 61 Steine liegen drin. Oder nee, 58 müssen da drin. Ja, alles gut, ich brauche gar nicht. Aber es sind auf jeden Fall ein paar drin. So, ich gehe jetzt mal in die Höhle. Also wenn du gleich aus dem Spiel geworfen wärst, weiß Bescheid. Dann ist die Session schon vorbei. Dann ist die Session schon vorbei, ja. Aber dann laden wir sie nicht hoch. Richtig? Wenn ich jetzt gleich sterbe, nein. Mm. Das wäre schon ziemlich bad. Bad. Aber ich bin ja hier... Ich mache jetzt mal ein ganzes Stack hier. Na, Muschi. Stiggies. Ich habe gehört, du willst sterben. Siehst du, ich habe schon eine Errungenschaft erzielt. Monsterjäger. Ich hasse Höhlen. Oh, nö. Hier ist ein Spawner, ey. Echt jetzt? Echt, ja. Komm, schnell. Dings drauf. Dann spawnen die nämlich nicht mehr. Oh, was hast du? Ich habe ein Namensschild, ein Brot, 3 Schwarzpulver, 4 Redstone, 3 Weizen, eine eiserne Pferderüstung und ein Eimer und eine Schallplatte. Alles mitnehmen? Alles mitnehmen. Die Spawner sind... kaputt machen? Mach die kaputt. Ich lass nicht stehen. Aber nimm auf jeden Fall die moosigen Ziegel mit. Ich nehme auch auf jeden Fall erstmal die Kiste mit, weil die brauchen wir. Stimmt, ja. Warum soll man sie stehen lassen? So. Genau, das sind ja auch Materialien, die wir verwenden können. Und 30 Minuten lang willst du Aufnahme machen? Ich denke mal, also 30 Minuten. Das ist gut. Ich klaue mir die restliche Kohle, die du hast, ne, in der Kiste. Ja, mach das mal. Und ich gehe jetzt auf Eisenjagd. Ich nehme natürlich jetzt nicht alle Moossteine mit. Eisen. Ich gehe aus der Tür Eisen. So, 2 Eisenblöcke habe ich schon. Das ist sehr gut. Überall gucken, wirklich überall. Weil Eisen versteckt sich wirklich an den Stellen, wo man es ja nicht erwartet. Bring auf jeden Fall hier Dings mit. Ja. Kohle, ganz wichtig. Wenn ich Kohle finde hier in dieser Höhle, was ich nicht glaube, weil ich das Brot, was ich dabei habe, esse ich jetzt auf. Ich muss es essen. Ich habe schon wieder. Und Essen brauchen wir dringend. Ja, habe ich ein bisschen was in die Kiste gelegt. Das kannst du braten. Wenn du möchtest. Jetzt bin ich so schlau. Ich krabbel. Oh, ich mache mir nicht mal leid an, ey.
Ja. So. Ich gehe mal nicht, ich gehe am Anfang mal nicht ganz so tief runter. Ja. Wenn du gleich, wenn du zurück zum Haus kommst, dann solltest du vielleicht mal, Leitern unten hinklatschen. Leitern? Damit ich da wieder, rauskomme. Ja. Das ist möglich. Ich organisation uns mal ein bisschen Stein und was haben wir hier? Bruchstein, 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 Bruchstein. So. Das ist Kohle. Zack. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist wichtig. Kronks Kohle Song, kennst du den? Na sie. Wir kennen den nicht. Ja. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung. Oh, das ist gut möglich. Ich komme nur auf Bruchstein. Ich kann natürlich auch gleich Hardcore sein, ne? Ja. Komm, ich bin jetzt Hardcore. Ich bin jetzt, warte mal. Ich sag mal so, wenn schon, denn schon. Was machst du? Pass auf. Spreng ich nicht in die Luft. Extra. Obwohl, das könnte ein bisschen sehr riskant werden, ey. Möglich. Eigentlich wollte ich... Ich höre ein Telefon. Ich auch. Wer callt denn da? Das ist Büro. 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 Ja. In unserer coolen City. Cool City, ja. Ja. Das dachte ich mir auch so. So, ich brauche immer tonnenweise Leitern. Ich habe ein Ei. Ein Ei? Ein Ei. Wehe, du beschmeißt dich damit. Hau ich dich hart. Ja. Wird schlimm. Wird immer schlimmer. Ich habe 50 Leitern jetzt. 50? Der läuft bei dir. So, ich komme mal schnell wieder nach Hause. Ich werde dann dafür, dass wir gleich einmal kurz Pause machen. Oh ja. Weil sonst wird die Folge zu lang. Richtig. So, ich kann aber nur noch gehen, weil ich habe kein Essen dabei und ich bin schon wieder bei Dings. So, ja gut. Würde ich sagen, machen wir jetzt eine Aufnahmepause. Richtig. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, und viel Erfolg. Alles klar. Tschüss. Ciao.